So, liebe Leute, wir machen uns an den dritten und letzten Level vom Close Encounters DLC Chasm 24. Begeben Sie sich in das unterirdische Hauptquartier der Operation. Da kann sich jetzt viel hinter verbergen. Ich denke, Wellen werden es nicht mehr sein, aber wir schauen mal, was da jetzt passiert. Ich hoffe, dass das nicht schon wieder so um die 25 Folgen gibt. Da sind wir. Willkommen in Chasm 24. Wenn du diese Zeilen liest, hast du die höchste Sicherheitsfreigabe erreicht, die das County zu bieten hat. Diese Höhle wurde vor vielen Jahren dem Maulwurfsmenschen abgekauft und von den Außerirdischen in ein Hochsicherheitsforschungszentrum umgebaut. So etwas schreibt man nicht alle Tage. In dieser extremen Umgebung, tief unter der Oberfläche von Two Point County, ist es deine Aufgabe, diese Gegend mit Hilfe von diversen Stabilisatoren zu, nun ja, stabilisieren. Ach ja, aha. Es handelt sich um ein äußerst fortschrittliches und komplexes System, in dem verschiedene Stabilisatoren unterschiedliche Probleme verhindern. Für die Instandhaltung sind Hausmeister nötig, die eine Gehirnkapazität wie ein Computer haben. Oh, das wird schwer. Gut, dass wir genau solche haben, Robo-Hausmeister. All diese Robo-Hausmeister sind zur Wartung von Stabilisatoren fähig und können je nach Modell auch einige gewöhnliche Hausmeisterarbeiten übernehmen. Achte also auf ihre Ausbildung. Du erhältst mehr Roboter-Hausmeister, wenn du das Krankenhaus erweiterst. Jedes neue Grundstück verfügt aber auch über einen Stabilisator, der instand gehalten werden muss. Okay, und wo kommen da jetzt die Kranken und Patienten ins Spiel? Bin mal gespannt. Wir zoomen mal raus. Das ist das erste Gebäude hier. Besitze 4 Grundstücke. Das müssen wir schaffen. Ladestation ist freigeschaltet. Ah ja. Okay, wir gucken einfach mal. Was haben wir denn hier? Erdbebenstabilisator, Ladestation, Schließe Wärmenschlichtung. Was? Ach nein, Schließe Vermenschlichung. Forschungsprojekt ab. Heile 10 Patienten in Vermenschlichung. Okay. Also irgendwie doch Krankenhaus bauen, dann fangen wir doch mal an. Arztpraxis. Ich habe jetzt schon gedacht, es kommt irgendwie was komplett anderes auf mich zu. Ja, viel Platz haben wir hier nicht. Also, fangen wir einfach hier mal an. Ist ja schon mal groß genug für ein Stufe 4 Zimmer. So, dann nehmen wir den Aktenschrank rein. Den Arzneischrank auch. Die Lampe. Die Waage. Temperatur müssen wir gleich mal gucken. Ob warm oder kalt. Wahrscheinlich eher kühl unter der Erde. Wir brauchen Desinfektionsmittel. Ich würde sagen, das ziehen wir mal ein bisschen näher zur Tür. Und das schieben wir mal ein bisschen rüber. So. Eine Kaffeemaschine. Heiße Schoki gibt es auch. Verbrate gleich das ganze Geld für einen Trinkbrunnen. Wasserspender ist natürlich auch top. Bücherregal. Langeweile müssen wir nicht verhindern. Das ist schon mal gut. Blumen sparen wir uns erstmal. So, Krankenhausattraktivität ist immer ein gutes Thema. Dann nehmen wir noch den Teppich hier, ganz klassisch. Und noch ein paar Poster. Mal gucken, ob wir das hinbekommen, ohne es zu sehr zuzuklatschen. Da geht noch ein Bild. Da geht nochmal die Jasmine. Und dann haben wir es doch, Stufe 4. Das reicht mir für den Beginn. Davor kommen ein paar Bänke. So, wir brauchen natürlich noch eine Aufnahme. Die halten wir jetzt auch erstmal einfach. Wir brauchen Personal. Ja, für den Anfang ist das doch schon mal ganz okay hier. Wir nehmen noch jemanden in die Assistenz. Soll einfach mal gar nichts können. Okay, Hausmeister brauchen wir. Ja, intelligent sollte er sein, hieß es. Wir haben aber noch keine, oder? Doch, hier.
Den haben wir schon mal gegeben bekommen. Müllboy. Der soll sich um den Mülleimer kümmern. Ist gut, dass wir keine haben. Geisterjäger werden wir brauchen. Fangen wir einfach an. Lassen das mal loslaufen. Gucken, was passiert und reagieren spontan. Wir bauen aber auf jeden Fall ein Pausenzimmer. Das machen wir einfach mal nicht hier hin. Ja, machen wir halt hier drüben hin. So, ein paar Sofas. Ein Sitzsack. Ein Trainingsgerüst. Der Energy-Automat, den wollen wir nicht vergessen diesmal. Nein. Dann... Nee, den brauchen wir nicht. Kaffeemaschine ist gut. Heiße Schoki auch. Wasserspender auf jeden Fall auch. Süßigkeiten sind perfekt hier für mein Personal. So, das andere nehmen wir auch noch. Stufe 4 sollte es mal haben. Kleinviechgehege. Jawohl, dann gibt's was zu gucken. Bisschen was zum Sitzen wäre noch schön, oder? Wir gucken nochmal nach Stühlen. Nehmen wir noch einen Gehirnstuhl. Der ist mir zu teuer für den Anfang. Nein, den nehmen wir nicht. So. Vielleicht noch ein Spielautomat, oder? Stufe 4. Okay, wir müssen noch mal mehr Diagnosemöglichkeiten schaffen. Dann nehmen wir eine allgemeine Diagnose. Viel Platz haben wir in der Tat nicht. Wird schon ein bisschen vorsichtiger, merkt ihr das? Okay, der Untersuchungstisch, Easy Scan steht. Aktenschrank, die Waage, natürlich. So, hier braucht man Feuerlöscher. Desinfektionsmittel und nach Temperatur müssen wir immer noch gucken, ja. Ist doch schon fast wieder vergessen. Kaffee, heiße Schoki, cool. Passt doch alles noch rein. Dann drücken wir das Ganze doch mal mit ein paar schönen Sachen nochmal hoch. Skelett, nee, das ist mir jetzt zu groß. Riesenpipette auch, Fischbecken jetzt auch. Aber wir machen das jetzt mit ein paar Bildern. So. Hier drüben gehen auch noch zwei hin. Okay, und dann nehmen wir noch mal ein bisschen hier Goldstern. Die Jasmine. Gut, dann fehlt noch der Bonbon-Automat. Was ist denn das Ding? Ach, das kriegen wir hier gar nicht. Ne, Süßigkeitenspender heißt er genau. So. Dann müssen wir doch das Fischbecken quälen hier. Nein. Kicherpumpe reicht auch nicht. Eigentlich war es eine Zeitverschwendung. Hier eine Uhr. So, Stufe 4, bitteschön. Und da brauchen wir natürlich noch einen Krankenpfleger. Der soll billig sein. Positiv, schmutzig, gasig, perfekt. Hm? Okay. Bin gespannt, was wir als nächstes brauchen. Pausenraum haben wir. Toiletten wären nicht schlecht. Machen wir schön in die Mitte hier. Passt ja auch hin von der Größe. Da gibt es zwei goldene Schüsseln. Ein Waschbecken. Ein Trockner.
Desinfektionsmittel. Und Schluss. Okay, euch ist kalt, ich hab's gesehen. Dann kommen jetzt die Heizungen. Ein großer Heizkörper, hier noch einer. Da noch einer. Okay. Diagnosebeschluss. 87%. Patient behandeln, natürlich. Und er hat irgendwas fürs Spritzenhaus. Kosmos hat er. Okay. Dann bauen wir ein Spritzenhaus. Einmal 3 wäre wahrscheinlich hier auch nicht. Da passt's hin. Nicht schön. Aber wir müssen nehmen, wie es kommt. So, der Spritzmeister muss da rein. Das Gerät mit der dezent kleinen Spritze, ein Feuerlöscher muss rein, ein kleiner Heizkörper und das Wichtigste wieder, Käffchen, ein Stuhl passt noch daneben, glaube ich, ja, dann kommt die heiße Schokolade, ein Wasserspender. Ach, da kommen wir aber schwer auf 4. Gehen wir nochmal durch. Gucken nochmal. Süßigkeiten. Müssen wir es, glaube ich, erstmal hier bei 3 lassen. Ich will jetzt schon wieder nicht alles mit Postern zuklatschen. Warum eigentlich nicht? Metropolio, die hatten wir wirklich lang nicht mehr. 2D. Dann hierhin. Der Hund auf Leinwand. Das sieht mir ein bisschen zu klobig aus hier. Eigentlich schon mit Ästhetik an, so früh. Ach, jetzt komme ich nicht dran. Jetzt bleibt er da. Strandgemälde. Der Goldstern, schön hierhin. Einer darf sein und das Foto von der Jasmine. So, Stufe 4 erreicht. Wir brauchen natürlich jemanden, der hier drin arbeiten darf. Haben wir jetzt nur Yolanda Steppenroller. Na gut. Und dann sollten wir auch mal nach den Personalfähigkeiten gucken und nach den Aufgaben. Und das war zuallererst. So. Hier. Müssen wir nochmal alles durchgehen lassen? Ja, wir brauchen jetzt wahrscheinlich gleich eine Apotheke, ne? Das lohnt noch nicht mit diesen wenigen Räumen und dem wenigen Personal. Da müssen wir nochmal alles flexibel halten. 89%. Oh ja, ich brauche keinen neuen Raum. Wo können wir denn noch Grundstücke kaufen? 25.000. Nochmal 25.000 und hier 45. Die könnte man fast direkt kaufen und auf Vollrisiko loslegen. Nee, machen wir nicht. Ich will erstmal hier eine positive Bilanz haben. Und dann schauen wir weiter. Okay, wir drehen mal den Speed ein bisschen hoch. Hier muss natürlich... Na gut. Dieses Ding muss natürlich ganz bleiben. Da kann immer mal regelmäßig jemand gucken. Sie hören Nigel Bickleworth. Ja. Geht das schon los direkt? Hören Sie jetzt die Aber wir sollten auch gleich mit anfangen. Weiterbildung ist immer sehr, sehr wichtig. Wo ist denn die Ausbildung hier? Weiterbildung da. 3x3. Radio 2 Point. Machen wir einfach mal so knapp wie möglich.
Wichtig ist, dass wir hier zur Not viele Stühle drin haben. Heizung kommt raus, dafür kommt eine kleine rein. Und vielleicht können wir uns auch irgendwie so ein bisschen Weiterbildungstempo leisten. Heizung, du musst weg. So, das muss reichen. Ah ja, gut, Fenster habe ich jetzt vergessen. Die wollen wir noch. Okay, nur ob wir diese Person hier weiterbilden. Wir gucken noch mal. Arbeitszeugnis, glücklich, bla bla bla, hat ein Patientengehalt, positiv, schmutzig, nein, da stecken wir noch keine Energie rein. Aber hier gibt es noch mal Bänke. Was ist mit dir? Ach, das ist der Hausmeister, okay. Es dürften ein paar mehr Patienten kommen, das wäre schön. Easy Scan Upgrade brauchen wir noch nicht, nein. Also das machen wir nicht. Irgendwo hat es doch wieder gezuckt, oder? Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich so, vorzufinden. Der Monat war okay, wir machen ein bisschen Geld. Was zuckt denn hier so? Vielleicht können wir einfach besseres Personal einstellen. Apotheker können wir gebrauchen. Ist billig, ja, ist schon mal okay von den Basic Skills. Eine Station. Und da machen wir jetzt Nägel mit Köppen. Kommt gleich mal hier hin. Wird schon irgendwie gut gehen. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Minus gemacht, ne, wenn man diese Einkaufskosten mit einrechnet. Aber gut. So, die Forschung müssen wir natürlich auch noch machen, damit wir hier dem Ziel näher kommen. Also wird auch eines der nächsten Gebäude die Forschung sein. Oder eines der nächsten Zimmer, besser gesagt. Die Station. Wir haben jetzt schon wieder so einen Generator. Der steht aber auch echt wirklich in einer dummen Position. Station, die soll mal. Mal auf. So machen wir das. Machen wir die Tür hier hin. Die Schwesternstation. Da hat man direkt in die Ecke. So, und jetzt kommen wir nochmal ein bisschen auf eure Ideen. Betten einfach mal zwei nebeneinander stellen. Und jetzt halb so viele Gipsgießer wie Betten. Das heißt, 8 Betten, 4 Gipsgießer. Umkleiden, Entschuldigung, die Gipsgießer waren ja in der Fraktur. Also machen wir 1, 2, 3. Geht es noch? Nein. Und die vierte. So, noch ein paar Fensterchen. Stufe 3 haben wir schon mal. Dann nehmen wir noch ein paar Nachttische hinzu.
Aha. So klappt das jetzt natürlich dann doch nicht. Hier geht keiner hin. Okay, dann machen wir noch ein paar Wandmonitore. Hier für die intensivere Betreuung an 4 Betten. Stufe 4. Jetzt aber. Okay, noch ein paar Bänke. Okay, und dann machen wir natürlich Behandlung und Diagnose. Und dafür brauchen wir natürlich Personal. Mann, Schmutzfink, Klokoller, nein, danke, du bist dabei. Überall wimmelt es von Werbung des angeblich so umweltbewussten Unternehmens Holistics. So, und mal wieder ein bisschen normale Geschwindigkeit. In Form von hässlichen und billigen Flugblättern. Nun, ich für meinen Teil falle auf diese windigen Sonderangebote. B-Förderung, natürlich. Herzlichen Dank. Aber mich überzeugen sie nur mit überteuerten Werbekampagnen. Und die Forschung. 35.000, dann sind wir schon gleich pleite. Super. Die halten wir jetzt mal klein. Jetzt haben wir natürlich die Heizungen vergessen wieder in der Station. Und natürlich auch den anderen Krimskrams. Den machen wir gleich noch. Hier muss das jetzt mal reichen. Obwohl Kaffeemaschine und ein Stuhl sollten Standard sein. So, und hier gucken wir mal, ob wir noch sowas reinstellen können. Ohne den Raum nochmal erneut in den Bearbeitungsmodus zu schicken. Dann Kaffee. Ist nicht wahr. Die gibt es jetzt nur in den Räumen. Das ist jetzt schade. Dann habt ihr jetzt Pech gehabt. Okay. Wir müssen noch ein Forschungsprojekt aussuchen. Hier Vermenschlichung. Und sobald wir den Arzt dafür haben, wird er dort auch arbeiten müssen. Jetzt fehlt uns ein Allgemeinmediziner. Geborener Mentor, Junge von nebenan. Das muss erstmal reichen. Und Forscher haben wir nicht. Motiviert, hat nur Stroh im Kopf. Aber wir warten jetzt erstmal. Ja. Bis wir wissen, wie das mit der Kohle endet. Ich will auf keinen Fall hier irgendwie Minus machen. Ja, aber es kommt doch schon ein bisschen Geld rein. So ist ja nicht, ne? Geht auch ein bisschen schneller. Die müssen alle nochmal zurück, ne? So richtig gut ist meine Diagnose noch nicht. Weiterbildung, was haben wir denn? Pflegeschüler, wer bist du? Markus Mond. Wir gucken uns das nochmal hier an. Der arbeitet in der Station. Das können wir jetzt noch nicht machen. Wir haben noch zu wenig Personal. Ja, also es ist ein bisschen Geld, was übrig bleibt. Wir könnten also... Ja, wir könnten viel. Außer sie hier einstellen. Unmotiviert, charmant stellen wir auch nicht ein. Hier könnten wir mal jemanden, der was kann, einstellen, damit wir eine Vertretung haben. Auch noch das richtige Personal. Nicht zu teuer. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht.
Ich will und hier bin ich mir noch Ausgabe unsicher. Aber wir gucken mal, was noch kommt. Ja, Forschung, Für ein wohlerzogenes Individuum von höchster Bedeutung ist. Eine er kostet alleine 2.500 im Monat. Das geht natürlich echt gut hier rein. Wir warten nochmal den nächsten Monatsabschluss ab. Spucken Sie nicht auf den Boden. Gehen Sie nicht zu langsam, aber auch nicht zu schnell. Und am allerwichtigsten, gehen Sie Notfall. Ich hoffe, Sie haben hätte ich das Ding doch schon fast vergessen. Erdbebenwarnung. Das Personal wird gebeten, so, jetzt habe ich nämlich Minus gemacht, ne? Ist also schon mal gut, dass ich hier nicht unbedingt noch jemanden eingestellt habe. Will wirklich mal ohne Kredit und ohne Minus hier durch den Level kommen. Das ist mal mein Ziel. Ich hoffe, das ist nicht ein bisschen zu hoch angelegt. Also du bist mir leider noch zu teuer. Tierkreislaufschwäche, das war auf der Station, das kennen wir ja schon. Da können wir also was heilen mit den Räumen, die wir haben. Und hier wird die Schlange lang. Easy Scan, den könnten wir jetzt in der Tat upgraden. Das ist natürlich jetzt... Ach, ohne Mechaniker schwierig. So, fangen wir an. Patient soll mal warten, den heilen wir erst. Entleuchtungsklinik. Wir machen heute ein kleines bisschen länger, glaube ich. 3x3, die kommt einfach jetzt hier hin auf eine schöne Größe. Der Deluxe-Entleuchter, einmal da. Die Konsole kommt hier hin. Feuerlöscher daneben, Fenster wollen wir heute nicht vergessen. So, dann haben wir schon das Wichtigste. Desinfektionsmittelspender natürlich auch. Kleine Heizkörper. Die Kaffeemaschine. Heiße Schoki. Wir nehmen den Wasserspender nicht, den Trinkbrunnen. Trinkbrunnen sind jetzt out, die sind unhygienisch. Süßigkeiten sind nicht unhygienisch, die sind gut für die Zähne. Ein Fischbecken. Mache ich aber ziemlich teuer, den Raum damit. So, ein paar Poster an die Wand. Anatomie. Launerei. Kubismus. Rock'n'Rollitis. Die hat man auch schon lange nicht mehr. Die kommt dahin. Froschblut. Hinter den Tisch. Und den Druck nochmal zum Auflockern. Das Hundgemälde und dann haben wir Stufe 4, damit bin ich zufrieden. Wir brauchen dafür wahrscheinlich einen Arzt, glaube ich. Ja. So, jetzt nehmen wir den einfach. Ich wusste schon, dass wir den noch brauchen können. Okay, und mit einer Allgemeinmedizin wird das eng. Wenn wir weiterhin alle Leute 2 bis 3 Mal durch die allgemeine Diagnose, Entschuldigung, durch die Allgemeinmedizin jagen. Also 2-mal, 3-mal geht ja wahrscheinlich gar nicht. Wir gucken mal, dich brauchen wir. Für das Upgrade am Easy Scan, dann wird der auch schon mal besser. So, Weiterbildung ist noch nicht drin. Sorry, Leute. Den Forscher haben wir auch noch nicht, den gibt es aber auch jetzt noch nicht. Hier, ne? Nicht vergessen, das machen wir jetzt einfach regelmäßig. Jetzt werde ich nochmal sehen, dass es ein bisschen anderen Monatsabschluss gibt. Ja, okay. 7.300 plus. Das finde ich gut, damit können wir leben. Ich würde sagen, jetzt kümmern wir uns mal demnächst um den Forscher. Ja, brauchen wir nicht. Grüner Daumen, Klassenclown, Garstig. Ah, noch reicht es. Mein Problem ist hier vorne. Dann probieren wir einfach mal. So.
Wir müssen aber noch jemanden einstellen. Den können wir später noch gebrauchen. Der soll mal hier ein bisschen Wunderheilung am Anfang machen. Und dann wird das auch was. So, geheime Visite. Und das sparen wir uns. So, da war noch nichts mit Apotheke. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufs Geld achten. War dieses Stück nicht eine formidable Beleidigung für Ihre Ohren? Nun, wenn Ihnen sogar das gefallen hat, werden Sie folgende Nummer lieben. Da haben wir sie, die Apotheke. Die leisten wir uns natürlich noch. Müsste irgendwo doch hier hinpassen, oder? Nö, dann stellen wir es einfach hier oben hin. Okay, das geht so nicht. Ja, da kommt wieder ein bisschen Geld. Können wir es auch gerade wieder verkloppen hier. So, der Feuerlöscher. Das Infektionsmittel. Die kleine Heizung und das andere Standardzeugs. Ja, so finden wir den nicht. Heute mal einen Korbstuhl. In der Schrank was? Nicht wirklich, okay. Kicherpumpe. Naja, machen wir noch ein paar Poster. Hier geht keins, da müssen wir wohl irgendwie im Goldstern ran. Was ein Zufall, oder? Hier gehen aber noch ein paar Poster. Das Bild von der Jasmine geht hin. Das Gemälde eines Hundes passt auch noch irgendwo hin. Hab die Ruhe weg. Es wartet ja nur ein Patient. Alles nicht so wichtig. Treibhausdruck. Komm, hopp. Du musst hier hin. Und der Taldruck. Nee, da nicht hin. Geht nicht. Ich muss mal Pause machen. So, da. Hopp. Machen wir es billig. Hier. Alles klar. So, Spritzmeister kann leistungsfähiger werden. Das sollte man natürlich auch aufrüsten, sobald es geht. Aber erstmal brauchen wir die Kohle und brauchen sie auch sicher. Was ist hier los? Ich habe jetzt ein bisschen Panik, ne? Ich habe es nämlich einmal schon fast verpasst. So, 9000 Profit. Dann können wir eigentlich weiter investieren. Schauen wir mal, ob hier... Noch nicht. Da ist jemand, hygienisch, streitet gern, hat Potenzial. Du bist mal abgestellt und kriegst mal deine eigene Aufgabe. Du machst jetzt nur noch den Spritzmeister. So. Bei der Sache schon mal ein bisschen näher. Und hier macht jemand nur noch Apotheke. Okay, wird doch schon besser. Wir dürfen beide noch beides. Bei den Ärzten müssen wir auch noch ein bisschen Flexibilität wahren, doch, ja. Forschung fehlt immer noch, klar. Aber woher nehmen? Vorhin, der war mir auch einfach zu teuer. So, das wollten wir schon mal aufrüsten. Nicht den Entleuchter, nein.
den Spritzmeister. Egal, wir haben die Kohle, wir machen das Geld. Dann geht die Heilungsrate auf jeden Fall hoch und das ist auf jeden Fall auch gut. Und natürlich den Medikamentenmixer, den sollten wir uns auch gleich nochmal in die nächste Stufe beamen. Was hast du für ein Problem? Naja, du willst eine Weiterbildung, ist mir doch vollkommen egal. So. Ist der richtige Zeitpunkt. Wir könnten uns nochmal ein weiteres Außenzimmerchen leisten, aber das passt hier nicht so gut hin. Na gut, ja, ich habe jetzt zu viel ausgegeben. Ne? Ich habe über die Verhältnisse gelebt, deswegen habe ich Minus. Aber ich mache Profit, insofern gehen wir mal einen Monat schneller durch. Oder zwei, bis wir wieder was auf der hohen Kante haben. Dann wird weiter investiert. So kommt nichts zusammen. So, da ist auch schon. Dann machen wir hier nochmal ein weiteres Pausenzimmerchen hin. Das wird jetzt aber nur ein Dreier werden. Sofa der Zukunft, das klingt doch viel geiler, oder? Energy-Automat. Ist ganz gesundes für die Mitarbeiter. Oh, ein Notfall, ein Notfall, ein Notfall. Ein Heizkörper. Spielautomat, ein paar Fenster vielleicht noch. So, Stufe 3 haben wir. Ein Boxsack zum Abreagieren, falls der Chef wieder nervt. Und ein Wahrsager, genau. Schöne Beschäftigungstherapie. So, Notfallchirurgie können wir gerade lassen. Anmerkung ans Personal. Bitte entspannen Sie sich endlich. Hier ist schon mal Upgrade durch. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Ja, den haben wir noch nicht. Da kannst du Durchsagen machen, wie du willst. Es kommt auch keiner hier. Die jährliche Prüfung steht bevor. Bin ich mal gespannt. Nicht viel, ne? Aber Hauptsache, wir haben schon eine Forschung aufgebaut, ne? So, immer mal auf der Suche nach fähigem Personal. Positiv geborene Mentorin, Klokoller. Naja, könnte schlimmer sein, oder? Wir müssen mal noch nehmen, was wir kriegen. Snacks in unserer Küche hinterlassen. So. Als ich ein kleines Hüngerchen verspürte, machte ich den Fehler, mir etwas davon in den Mund zu stecken. Ich kann den abscheulichen und widernatürlichen Geschmack kaum beschreiben. Offenbar werden diese Monstrositäten unter dem Namen Cheesy Gubbins angeboten. So läuft doch mit der Kohle. Sie sich um jeden Preis von ihnen fern. Hoffentlich wird dieses nächste Stück Musik meine Seele. Gehen wir jetzt mal vielleicht. Und meinen Gaumen. Motiviert, positiv, aber reizbar. Wenn sie unzufrieden ist, aber das kann man ja verhindern. Wollen wir von jemandem, der überhaupt Allgemeinmedizin kann, bei den Ärzten? Nein. Das ist schon mal schlecht. So, hiervon können wir niemanden gebrauchen. Hiervon eigentlich auch nicht, außer wir machen jetzt mal ein Marketing auf. Oh, das ist natürlich gut. Reizbar, unglaublich, langweilig, grüner Daumen. Nee. Inspiriert, charmant. Ja, kann man nehmen. Machen wir. Gut. Recht chillig hier. Das ist nicht so ein Stress wie mit den Wellen in Camouflage Falls. Hab wieder mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Natürlich, im nächsten Monat haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle übrig.
Ja, hier kommt aber auch echt niemand nach. Wladimir Putin. Viel zu nah im Original. Das Personal kommt nicht so, wie ich es gerne hätte. Vielleicht machen wir ein Marketing. Kostet halt Geld, aber vielleicht kriegen wir dann das, was wir brauchen, schneller. Dauert mir doch ein bisschen lang hier. Beförderung. Ja, jetzt wollen sie nämlich alle noch Geld haben, ne? Sparen wir noch ein bisschen. Aber ohne Forscher wird das hier nichts. Mache ich eine Marketingabteilung auf? Was kostet das denn? 7.000. 4 mal 3. So viel Platz habe ich doch nirgends hier. Nicht in dem Gebäude. Da müssen wir erst eins kaufen. Und jetzt wird der Ansturm hier groß. Das heißt, entweder brauchen wir fähige Ärzte. Jetzt kam gerade keiner. Super gut. Und da geht es weiter mit den Problemen. Eine Psychiatrie. Einen Arzt haben wir schon. Aber das Zimmer fehlt. Hier passt sie hin, auch wenn es nicht schön ist. Und wir tun es einfach. Schön ist jetzt noch nicht. Oh, aber es passt ein Kamin rein, ne? Wir haben ja in der Tat hier nicht so arg warm drin. So. Kommen wir den mal in die Ecke. Diagnosebücherregal. Behandlung auch natürlich. Ah, wie rum? So. Der Psychiater muss jetzt doch mal auf ein paar Dinge verzichten. Ist jetzt nun mal so. Hätte wirklich gerne einen Forscher, ne? Medizinischer Abfall ist nicht auf dem Fußboden zu entsorgen. Also Marketing oder nicht? Das überlege ich mir gerade noch. Was ist hier los? Da wird auch Geld gemacht. Eigentlich läuft es gar nicht schlecht hier. Jo, und jetzt kommen die und wollen alle mehr Geld haben, rund um die Uhr. Hunger? Was soll's? Fangen wir einfach an. Einsam? Probieren Sie Cheesy Gubbins. Außenzimmerstufe 5. Der Snack für Leute, die nichts zu verlieren haben. Direkt aus den Wolken. Das kriegen wir doch hier hin. Das ist Radio 2-Point. Das tricken wir jetzt einfach ein bisschen hoch. Teppich hier. Teppich da. Bisschen weit gedreht. Noch einen. Dann hier. Sternchen. Die Jasmine dazwischen. Den machen wir auch noch mal beides hin. Damit es keiner vergisst. Oh, Fenster. Mit Fenstern können wir natürlich auch was gewinnen.
Bitteschön, alles erledigt. So, das haben wir auch gleich. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Ich mache Plus, ich habe aber wieder sehr viel ausgegeben. Deswegen sind wir knapp im Minus. Jetzt die erste Pause. Beim nächsten Mal bauen wir eine Marketingabteilung und gucken mal, ob wir auf dem Weg vielleicht eher einen Forscher bekommen. So wird das nämlich nichts. Hausmeister haben wir, glaube ich, noch genug. Die Stabilisatoren dürfen wir nicht vergessen. Das machen wir jetzt noch. Und beim nächsten Mal geht es halt hier im Gebäude weiter. Ich sortiere vielleicht mal ein bisschen um. Mit Marketing kommt auf jeden Fall was Neues rein. Und ja, mal gucken, was dann so passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen hoch, einen netten Kommentar, eure Ideen. Wenn ihr nicht abonniert habt, bitte einfach abonnieren. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, es gibt die Abo-Glocke. Vielen Dank und bis dann, euer Matze.